Als ich 2002 in dieses Parlament gewählt wurde, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass in diesem Parlament Abgeordnete sitzen, die widerliche Kommentare über die Opfer von Anschlägen verbreiten. Und diese Abgeordneten sitzen mitten in den Reihen der AfD. Und ich muss Ihnen sagen, Kollege Gauland, Sie behaupten, Sie würden jüdisches Leben in Deutschland willkommen heißen. Solange Sie darüber denken und es aussprechen, dass der Nationalsozialismus ein Vogelschiss in der deutschen Geschichte war, werden Menschen jüdischen Glaubens sich nicht hier heimisch fühlen, und Sie treiben diese Hetze an. Deswegen will ich sagen, was hier vor fast 100 Jahren gesagt werden musste, muss auch heute gesagt werden. Da steht der Feind, und darüber ist kein Zweifel. Dieser Feind steht rechts, meine Damen und Herren. Den Kolleginnen und Kollegen der AfD will ich aber sagen, Herr Gauland hat die Gelegenheit verpasst, hier auch nur einen Satz zu den Entgleisungen auf Twitter zu sagen. Auch aus Ihrer Mitte. Auch aus Ihrer Mitte gab es keine Distanzierung. Hier gilt, wer schweigt, stimmt zu. Und wenn Sie einen solchen Kollegen weiter einen Ausschuss des Deutschen Bundestages leiten lassen, dann sagt das etwas über Ihren Charakter in Wahrheit aus. Und deswegen sind wir alle aufgerufen, dass wir uns hier in einer Sache einig sind. Wir hier im Deutschen Bundestag haben eine ganz besondere Rolle. Wir haben eine Vorbildrolle. Wenn wir nicht respektvoll und achtsam miteinander umgehen, wenn wir nicht die Worte wägen, weil aus Worte werden Taten, meine Damen und Herren, wer soll es denn sonst machen? Und das sollte uns hier in diesem Haus Verpflichtung sein. Und ich finde es sehr erstaunlich, dass an dieser Stelle, genau an dieser Stelle, jetzt Widerspruch von Seiten der AfD kommt. Das können Sie nicht hören an dem Fernsehbildschirm, aber es kommt an dieser Stelle nach diesem Satz Widerspruch der AfD, meine Damen und Herren. Und es ist bereits erwähnt worden, wenn darauf hingewiesen wird, welche Tweets aus Reihen der Fraktion der AfD abgesetzt werden, dann, und das verdeutlicht nochmal, wie problematisch Sie sind, dann empören Sie sich nicht über Ihren Kollegen, der die antisemitischen Tweets absetzt. Nein, Sie empören sich darüber, dass darauf hingewiesen wird, dass die antisemitischen Tweets aus Ihren Reihen abgesetzt werden. Und das zeigt das wahre Gesicht der AfD, und das zeigt, dass Sie eben keine demokratische Partei sind. Und wenn Herr Seehofer selbst sich schon, also Herr Seehofer, inzwischen darum bemüht, dass wir eine Verteilung von Geflüchteten in Europa bekommen. Was macht dann die FDP? Was macht dann Herr Lindner, anstatt es zu unterstützen und damit die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union zu unterstützen, greift Herr Lindner Herrn Seehofer von rechts an. Das ist doch skandalös, und das zeigt, wie wenig die FDP die geopolitischen Herausforderungen begriffen hat. Die Politik dieses Mannes ist klar. Das ist der Ableger von Donald Trump in der Europäischen Union. Und die Methoden, die dort angewendet werden, ja, dass die Ihnen gefallen, die Methoden, die der Trump und der Johnson anwenden, das wundert mich nicht. Das ist der gleiche politische Tiefflug, der gleiche populistische Flachkopf, wie Sie ihn hier im Bundestag repräsentieren. Hören Sie darauf. Herr Kollege Schulz, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Bistron? Nein. Es ist der gleiche intellektuelle Tiefflug, den wir in Europa erleben, und die gleiche Methodik, ohne jedes Beispiel. Herr Schulz, das ist unsäglich, wie Sie hier einen demokratisch gewählten Kollegen aus England diffamieren. Ja? Das ist ein Premierminister, der von seinem Volk gewählt wurde, damit er den Willen des Volkes vorbringt. Die Engländer haben sich in einem Volksentscheid entschieden, diese EU zu verlassen. Und der wichtigste Grund für diese Entscheidung waren Bürokraten wie Sie in Brüssel. Die Menschen in England haben gesagt, wir möchten nicht mehr von Brüssel aus regiert werden. Also diffamieren Sie den Premierminister nicht dafür,
dass er sich dafür einsetzt, was das englische Volk will. Das ist genau das, was Sie nicht tun hier. Herr Kollege Schulz, möchten Sie erwidern? Herr Kollege Bischoff, würden Sie bitte zur Erwiderung stehen bleiben, so ist es üblich. Wir haben wenn Sie einen Moment Ruhe waren, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann kann er mich verstehen. Üblicherweise ist es bei uns im Bundestag, es ist nicht im Grundgesetz vorgeschrieben, aber es ist üblich, dass wenn man eine Zwischenbemerkung, einen Redner in der Antwort, dass man die Stehenden entgegennimmt. Ja, von mir aus Herr Kollege Schulz, nein, Sie, jetzt haben Sie das Wort. Von mir aus hätte er sitzen bleiben können. Also. Ja, aber nach den Regeln, die wir hier haben, machen wir es so. Und das lassen wir jetzt auch dabei, Herr Schulz. Also, die britische Regierung, Herr Bistron, wird auf anderen Regeln eingesetzt, als das in anderen Fällen, in anderen Ländern der Fall ist. Deshalb zu Ihrer Aufklärung. Herr Johnson ist als Mitglied des Unterhauses gewählt worden, nicht als Regierungschef. Da ist er von der Queen ernannt worden. Und nach meiner Einschätzung hat er im Unterhaus keine Mehrheit, was übrigens der Grund für die Schwierigkeiten bei den Verhandlungen ist. Ich hoffe, Sie haben dadurch jetzt ein bisschen mehr Einblick in die europäische Politik bekommen. Und lieber Herr Garland, nachdem Sie nach mir reden, Alexander Dobrindt hat ja ein Beispiel genannt, dass wir da rumlungern. Dort, wo die Menschen um ihr Leben gefürchtet haben. Ich war in der Synagoge, wo man die Kinder und die Frauen in eine Wohnung in Sicherheit gebracht hat, oberhalb der Synagoge, weil man über den Bildschirm dies alles mitverfolgt hat. Ich fordere Sie einfach auf, distanzieren Sie sich von solchen Äußerungen. Herr Bundesminister, solange ein Mitglied der Bundesregierung sagen kann, die AfD sei der politische Arm des Rechtsterrorismus, entschuldige ich mich hier für nichts. Da müssten Sie damit anfangen. Ist es nicht merkwürdig, wenn ein Islamist tötet, werfen Sie uns vor, dass wir die Tat instrumentalisieren. Wenn ein Rechtsextremist tötet, dann sind wir diejenigen, die das Klima geschaffen haben, in dem solche Taten passieren. Wir sind praktisch immer schuld. Das müssen Sie sich mal überlegen. Die beispiellose Hetze, mit der meine Partei in den vergangenen Tagen überzogen wurde, war der erwartbare Versuch, uns eine Mitschuld zu geben. Meine Damen und Herren, wo war Ihre spontane Mahnwache nach dem Anschlag am Breitscheidplatz, als übrigens auch Juden unter den Opfern waren? Ein Jahr lang haben Sie den Opfern weder persönlich noch schriftlich kondolieren. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin sehr versucht, auf einige dieser kruden Ideen von eben einzugehen. Aber ich glaube, es ist der Sache nicht gerecht, wenn wir dieses weiter fortführen, dieses Schuldzuschreiben, dieses Beschimpfen. Herr Gauland, das war eines Politikers des Deutschen Bundestages nicht würdig, was hier eben abgeliefert wurde. Im Nachbarkreis in Schnellroda liegt das rechtsextreme Institut für Staatspolitik vom Vordenker der AfD, Götz Kubitschek. Da werden die rassistischen, antisemitistischen Parolen der AfD bürgerlich ummantelt. Und die ganze Führungsriege der AfD geht dort ein und aus. Zuletzt Alice Weidel am 20. September. Und wenn AfD-Brandner twittert, warum vor Moscheen und Synagogen herumgelungert wird, wenn doch die Opfer Deutsche waren, dann verhöhnen sie in einer unglaublichen Weise die Opfer. Meine Damen und Herren, dieser Mann gehört nicht in den Bundestag. Wissen Sie, das wusste ich, dass das kommt. Genau das ist das Problem in diesem Land. Und deshalb sage ich Ihnen, dass hier der Innenminister als erstes spricht und in den Medien fast nur Innenpolitiker gefragt werden, führt mich zu der Schlussfolgerung, hier nochmal ausdrücklich sagen zu müssen, es ist kein sicherheitspolitisches, es ist kein innenpolitisches Thema, es ist ein gesellschaftspolitisches Thema. In welchen Netzwerken war der unterwegs?
Frau von Storch, schreien Sie ruhig rum. Das, was Ihr Fraktionsvorsitzender, Herr Gauland, heute hier geleistet hat, das ist, sich hinzustellen und angesichts der Opfer von Halle und der Angst in der Synagoge in Halle und der Angst, die in dieser Stadt ist und die in diesem ganzen Land ist, bei Jüdinnen und Juden. Er hat es fertiggebracht, ausgerechnet Sie von der AfD als Opfer darzustellen. Das ist wirklich der nächste Form der Schande in diesem Land, meine Damen und Herren, und in diesem Parlament. Und ja, es liegt ein ganzer Kilometer nur zwischen den Tatorten und dem Zentrum der rechtsextremen identitären Bewegung. Die Täter von Halle, die Identitären, die sehen sich in einem Rassenkrieg. Und Herr Kubitschek tut das, Ihr geistiger Vater. Und Sie tun das hier im Parlament. Sie wollen... Tut mir leid. Ich habe gesagt, Ihr geistiger Vater. Und wie viele von Ihnen sind in Schellroda gewesen? Frau Sitte hat darauf hingewiesen. Und wie viele von Ihnen glauben, dass man, wie viele von Ihnen glauben mit Herrn Höcke gemeinsam, dass man Teile des Volkskörpers abspalten muss? Wie viele von Ihnen glauben eigentlich, dass Sie unterwegs sind und versuchen, dieses Land und seine Demokratie, das demokratische System abzuschaffen? Das ist das, was Sie wollen. Das ist das, wogegen wir aufstehen, weil wir an der Seite der Jüdinnen und Juden in unserem Land stehen, weil wir an der Seite derjenigen stehen, die Opfer von Rassismus sind und die sich bedroht fühlen, und weil wir dieses demokratische Land, diesen Rechtsstaat schützen werden mit rechtsstaatlichen Mitteln. Ja, das werden wir tun, und wir werden klar machen, dass Sie keine Chance haben, dieses Land zu zerstören, meine Damen und Herren, von der AfD. Und lieber Herr Lampe, Ihnen muss ich jetzt an dieser Stelle einfach sagen, wissen Sie, Sie und Ihre Fraktion und Ihre Partei sind diejenigen, die an einer erinnerungspolitischen Kurskorrektur arbeiten. Mit dem, was Sie sagen, betreiben Sie Geschichtsrevisionismus. Sie verschieben rote Linien. Sie verschieben rote Linien. Und Sie sorgen dafür, dass Dinge denk- und sagbar sind, die es bisher nicht waren. Auch das befördert Antisemitismus bei uns im Land. Und es muss in aller Deutlichkeit formuliert werden. Sie sind die Partei, die versucht, aus einem solch furchtbaren Anschlag in Halle politisches Profit zu schlagen. Sie sind die Partei, die versucht, eine Spaltung in Deutschland weiter voranzutreiben. Ja, hören Sie sich diese Wahrheit an. Das müssen Sie hier im Parlament aushalten. Andere Parteien, andere Fraktionen im Parlament versuchen, diese Gesellschaft zusammenzuhalten, und Sie versuchen, weiter zu spalten. Die jetzige Energiepolitik fußt auf der Hypothese, dass der Mensch mit seinen CO2-Emissionen das Klima maßgeblich beeinflusst. Dafür gibt es trotz 30-jähriger intensiver und mit zig Milliarden gepemperter Forschung keinen einzigen wissenschaftlichen Beweis. Die sogenannten Beweise kommen aus Computermodellen, deren Voraussagen immer weiter von den real gemessenen Daten abweichen. Schreien Sie ruhig von dessen, das kenne ich von Ihnen. Was in diesem Antrag der AfD steht, das heißt, Sie wollen auch weiterhin den Menschen in der Lausitz und im Rheinischen Revier ihre Dörfer wegnehmen und deren Heimat dem Kohlebagger zum Fraß vorwerfen. Sie wollen auch weiterhin die Gewässer in den Kohleregionen mit den Folgeprodukten des Kohleabbaus verschmutzen. Sie wollen die Luft weiter mit Quecksilber und anderen Schadstoffen aus den Kohleschloten verpesten. So sieht in Wirklichkeit Ihre Heimatliebe aus. Das ist erschütternd. Und Herr Gauland, ich muss Ihnen sagen, ich freue mich, dass Sie gerade wieder ins Plenum gekommen sind. Weil diesen Antrag zu einem so zentral wichtigen Thema, der uns hier vorgelegt wurde, ein absolutes Kauderwelsch. Der erste Satz, der geht über 12 Zeilen. Ich weiß nicht, wie viele Gliedsätze da drin sind. Also ich musste den 5-mal lesen, um das Ding zu verstehen. Und Sie als die Hüterin der deutschen Sprache sollten sich schämen, dass Sie uns solch einen Antrag hier vorlegen. Das ist wirklich skandalös. Und das ist aber zwar nur die äußere Form, aber dafür kann ich hier mal eine ganz klare Note ungenügend geben. Jetzt kann man sich so wie Herr Gauland hinstellen und sagen, dass Deutschland nur für 2% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich ist. Ja, das stimmt. Aber Fakt ist auch, dass wir Deutschen pro Kopf immer noch mehr CO2 ausstoßen als die Chinesen. Und wenn sich alle Länder, hören Sie einmal die Gesamtpassage an, dann können Sie immer noch maulen. Und wenn sich alle Länder, die weniger als Deutschland emittieren, auf dasselbe gaulandsche Scheinargument berufen, könnte der internationale Klimaschutz einpacken. Für 40% der weltweiten CO2-Emissionen gäbe es diese billige Entschuldigung, nichts unternehmen zu müssen. Minister, Sie kosten dem Steuerzahler zu viel Geld.
Sie stehen dem Klimaschutz im Weg. Sie stehen dem Fortschritt im Weg, Herr Minister. Sie sind das personifizierte Standortrisiko für die deutsche Autoindustrie und für unser Land. Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Wissen Sie, was die Kolleginnen und Kollegen der Linken mit Kaiser Wilhelm II. Gemeinsam haben? Nein, ich meine nicht, dass beide von gestern sind, sondern ich meine die antiquierte Denkweise, die hinter diesen Anträgen wie dem für eine bessere Bahn, Ausstieg und Umstieg bei Stuttgart 21 steckt. Es ist dieselbe Denkweise wie die des Kaisers, der gesagt haben soll, ich glaube an das Pferd, das Automobil ist nur eine vorübergehende Erscheinung. Das deutsche Straßensystem, Autobahn, ist auf hohe Geschwindigkeit und hohe, nenne ich auch 130, 150, ausgelegt. Das ist nicht vergleichbar mit Zypern, wo Sie 100 fahren dürfen und jeder dort 120 fährt, weil er weiß, er wird ja sowieso nicht kontrolliert. Alles, Herr Krischer, alles gut. Wenn Sie sich aufregen, lege ich richtig, da freue ich mich immer. Ja? Ich habe mehr als 4 aufgezählt, das kannst du dann im Lass uns doch mal drüber reden. Ihr bleibt bei euren alten Positionen und glaubt, damit würdet ihr die Welt erklären. Macht ihr aber gerade nicht. Ihr erklärt nämlich gerade nicht, wie ihr das im Rentenrecht hinbekommen wollt. Ohne Widersprüchlichkeiten zwischen ostdeutschen Gruppen, ohne die Frage, wird das wirklich gerecht regelbar sein, ohne die Frage Ungerechtigkeiten zwischen Ost- und Westdeutschland, ohne die Frage, wer soll das eigentlich bezahlen und wie kriegt man die westdeutschen Kolleginnen und Kollegen, wenn es darauf ankommt, selbst der Linken dazu zustimmen. Die Fragen klärt ihr alle nicht. Und alles, was ihr merkt, dass ich da emotional werde, weil ich finde, ihr seid so auf dem Holzweg. Und es wäre einfach gut, hier eine gesellschaftliche und eine parlamentarische Gesamtheit hinzubekommen. Das, was Sie konkret wollen, ist, dass künftig zwar der Rentenwert gleich ist, aber dass die Rentenansprüche, die ein gut verdienender Ingenieur in Dresden erlangt, weniger wert sind als von einer Krankenpflegerin in Duisburg. Sie überwinden keine Spaltung, sie schaffen neue Spaltung, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Linken. Und das ist die falsche Politik. Und da muss ich Ihnen sagen, das finde ich schon zynisch, dass Sie sich hier hinstellen im Jahr 2019 und darauf abheben, dass ein Teil dieser Gruppen jetzt nach so vielen Jahren bereit ist, eine Lösung außerhalb des Rentenrechts in Betracht zu ziehen und werfen uns vor, dass wir diesen Schritt noch nicht gegangen sind. Liebe Kollegin Kolber, nach fast 30 Jahren sind die Leute vielleicht auch müde und sagen, gut, dann nehmen wir eben eine andere Lösung, aber wir wollen eine Lösung. Sie haben bis heute überhaupt noch keine vorgelegt, Frau Kolber, das ist das Problem. Da steht, mir ruft gerade der Kollege Matthias Birkwald zu, es gäbe keine Demütigungsrhetorik, dann lesen Sie mal Ihren eigenen Antrag. Da steht der Satz drin, diese Demütigung muss aufhören. Das haben Sie selbst geschrieben. Ja, behaupten Sie hier nicht, dass das Falsche vom Platz. Und der Punkt ist weiterhin. Ihre Argumentation, die Sie bringen, heißt, die Rentenkassen sind leer, das Geld ist knapp. Meine liebe Kollegen, das Geld ist nicht knapp. Es wird nur nicht richtig verteilt. Es kommt nicht bei denen an, die es verdient haben. Und ich kann Ihnen gerne sagen, wofür das Geld ausgegeben wird, was eigentlich unseren ostdeutschen Rentnern zusteht. Genau, bei der illegalen Einwanderung. Dort werden jedes Jahr auf neue Milliarden versenkt, die keinen erkennbaren Nutzen für unser Gemeinwohl bringen. Eine Lösung, die ich vorzuschlagen hätte, die hängt schon mit dem Härtefallfonds zusammen. Warum geben Sie uns nicht endlich die Kontonummern von Ihren alten SED-Genossen, auf denen Sie das SED-Vermögen bis heute noch verstecken? Das wäre mal ein guter Grundstock, den wir nehmen könnten, um den Härtefallfonds für die Leute, die es wirklich betrifft, aufzulegen und den Leuten auch im Härtefall zu helfen. Sie sind schuld für diese Härtefälle, meine Damen und Herren. Die vorliegenden Anträge der Linken und der AfD zeigen, dass links und rechts sich eben nicht zu schade ist, rentenpolitische Fragen für eine Spaltung Deutschlands auszunutzen. Hier soll Jung gegen Alt und Ost gegen West ausgespielt werden. Das riecht förmlich nach einer Griechenland-Koalition von links und rechts. Das heißt, einer Koalition zwischen AfD und Linken.
Meine Damen und Herren, ich bin sehr gespannt auf Thüringen. Ich bin sehr gespannt auf Thüringen.